Wir machen noch einen Rumble. Und diesmal ist es mit Brock. Oder mit Roman. Nehmen wir den Brock. Ja. Ja, da. 94. Holy shit. So. Und jetzt aber gewinnen. Jetzt muss ich nicht mehr darauf aus sein, alle zu eliminieren, sondern ich muss nur die richtigen eliminieren. Mal gucken. Aber wird schwer. Ich glaube, da muss ich mich mal wirklich... Wahrscheinlich kann man nebenher nicht reden. Das muss ich mal irgendwie abseits von dem Stream... Ich schaffe das garantiert. Ich war jetzt zweimal relativ gut. Und auch in beiden Fällen kann man schon sagen, nah dran. Also, ich schaffe das auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur noch, wann. Ah, vielleicht ist ja jetzt genau der Versuch, der jetzt klappt. On-Stream das zu schaffen, wäre nochmal ein bisschen schöner. Introducing the participants. First, from Minneapolis, Minnesota. Weighing in at 295 pounds, the WWE Champion, Brock Lesnar! Ich habe beide Rumbles bisher gewonnen, ne? Den einen mit Goldberg und den anderen mit Pete Dunne. Richtig? War der erste Goldberg? Ja, da war ich die 30 Goldberg, beim anderen war ich die 30 dann. Und beide haben wir gewonnen. Genau, genau. Okay, let's go. Also das Gewinnen ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Gewinnen ist, von dem Startplatz 1 oder 2 zu gewinnen. Weil das sind Teil so wilde Brawls da werden, dass du gar nicht mehr so richtig siehst, was du machst und wo dein Wrestler halt ist. Aber wenn man sich konzentriert... Weiß ich nicht. Das Ding vielleicht sogar ein bisschen in die Länge zieht. Weglaufen. Gar nicht so unbedingt im Getümmel rumstehen oder so. Mal sehen. Ob es taktischer ein bisschen besser klappt. Ich höre die Musik gar nicht. Oh. Nun. Introducing the individual who drew number 2 from Chicago, Illinois. Weighing in at 239 pounds, CM Punk. Das ist mal ein Anfang. Oh, Käse. KO. A competitor has been eliminated. Okay. Vielleicht ist Lesnar die Wahl. Fabian Eichner. Der gute Adrian Sevier. Sehr, sehr schön. Aber leider ist der Gegner Brock Lesnar.
Achtung. Gleich ein bisschen. Oh. Okay. Braun ist dann am ehesten. Nein, okay. Der will vielleicht ein bisschen mehr. Elden Ring geht über Family Share. Okay, gucke ich nochmal. Vielleicht ist es ja inzwischen auch verändert worden. Oh Gott. Okay. Also als ich beim Release geguckt habe, ging es nicht. Vielleicht haben sie irgendwas geändert. Herbie! Verdammt! Herbie! Ja, Herbie! Schnapp dir den Braun. Schnapp dir den... Erschossen. Herbie! Herbie hat auch keine Aktion eingestellt. Also, der ist noch auf Generic. Mist. Okay, bei den ersten klappte es richtig gut und jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Mist, der kommt sofort wieder zurück. Alles klar. Viel Spaß irgendwie. Danke fürs Reingucken. Ich mache auch noch so diesen Rumble und höre ich auch wieder auf. Weil ich aktuell auch wieder einen Schub habe von der Bauchspeicheldrüse. Zu viel will ich jetzt auch nicht machen. Ah, gekontert. Das wäre irgendeine Powerbomb-Variante geworden. Woods ist jetzt gerade zurückgekehrt aus von der Verletzung. Gleich weg, oder? Okay. Klonk. Sheamus. Ich wollte Strowman eine Clothesline geben zum direkt rauswerfen. Aber er hat gekontert. Okay, kurze Pause. Geht doch nicht. Herbie gibt mir keine Pause. Ich bin schon voll kaputt. Was ist denn los, ey? Angelo Dawkins. Sehr gut. Hat gekontert. Nee, doch nicht. Doch hat er. Wollte sagen, was wird das für eine Aktion? Okay, Freunde, wir sind bei 12. Wir sind bei 12. Wir haben es ja alle rausgeworfen. Eric Bischoff ist unser Kryptonit. Oder auch nicht. Der kontert das. Eric Bischoff ist unser Kryptonit.
Alter! Okay, Bischof ist unser Kryptonit. Ich komm nicht weg. Ich hab gelacht. Okay, doch nicht. Oh, Alter, ich nicht gekontert hätte. Holy shit, ey. So schnell kann es gehen. Hab ihn ausgelacht. Und er hat genauso. Ah, damit. Reagiert, wie man reagieren muss. Mit Leistung. Mist. Ach, Mann. Mann! Sind wir. Jetzt in diesem Match hätten wir auf jeden Fall auch schon diese Mindesteliminierung hätten wir hinbekommen. Brauchen wir gar nicht. Haben wir schon. Jetzt geht es nur noch um den Sieg. Okay, Freunde, wir sind wieder bei voller, also zumindest reiner Leiste, Gesundheit. Natürlich ist unser Körpermatch, aber dadurch haben wir volle Energie. Das ist schon mal nicht so schlecht. Oh. Undertaker. Okay, Freunde, noch 10. Schaffen wir das? Ah, Tickers. Tickers ist so gut. Ist falsche Taste gedrückt zum Kontern. Ah, scheiße. Oh. Ich dachte schon, es wird ein Signature. Nee, kann ja gar nicht. Ist ja gerade das reinkommen. Okay, jetzt füllt sich der Ring wieder. Cesaro. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht überrascht werden von der Seite mal irgendwo mit einer Close-Line oder sowas. Nein! Nein! Zweimal nicht. Ach Mann, scheiße. Macht ihr mal. Ja, genau, cool. Nein, scheiße. Ich verhindere es ihm und mach's selber nicht. Oh Mann. Hat er den Kontakt oder so? Ja, wahrscheinlich, ne? Lola?
Okay, Lawler wirft mich raus. Nee. Puh. Oh Gott. Hier ist Party. Taker kontert. Kevin Nash. Es hakt. Warum hakt es? Why is it haking? Okay, Taker macht ein bisschen Spirenzchen mit mir. Eigentlich ein ganz cool besetztes Feld gerade. Relativ große Leute. Eine Legende mit Jerry Lawler. Gar nicht mal ein unrealistischer Rumble. Mist. Oh. Hui, 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 hui. Das ist aber auch immer da ein Spaß. War's das? Nee, ich hab nicht auf Nummern geachtet. Alter, ich hau die echt alle weg hier. Okay, Kushida muss ich bearbeiten. Wollte ihm eigentlich in der Fall verpassen, aber naja, so be it. Aria Daivari. Puh, langsam bin ich angespannt. Schaffe ich das echt? Oh, geht Daivari direkt raus. Krass. Okay, Freunde, das wird spannend. Vier noch. Also, drei noch, also, ne, mit mir zusammen. Oh nein, nochmal Razor. Och Mann, das tut mir doch weh im Moment so dolle. Scheiße. Oh, jetzt fliege ich wahrscheinlich gegen Razor raus. So wie ich mein Glück kenne. Na gut. Ah, okay. Aber zumindest nicht rausgeflogen. Oh, shit. Falsche Aktion. Shit. Okay. Es war nur ein Snake Eyes. Puh. Razor setzt es anständig zu. Edge, mal helf mal bitte. Das ist sehr lieb von dir, danke. Okay. Final Four. Oder? War Edge 29 oder 28? War ich. Mann, wieso passe ich da nicht? Ich werde es gleich rausfinden. So, entweder ist jetzt die 29 oder die 30. 29, Drew Gulak, okay. Also waren doch noch vier richtig. Wir schnappen uns Gulak. Wir schnappen uns Gulak! Nein, nicht so! Shit. Oh nein. Gulak schnappen geht anders. Ich hänge schon wieder so hinter den Wrestlern. Das ist doof. Das sieht man nicht so richtig. Die Abläufe. Passt mir aber nicht so. Hat mir von auch schon mal alles verdorben. Oha, das war eine schöne Kombo, auch wenn das nicht gewollt war. Austin. Was ist denn? Puh, okay, Austin ist die 30. Ist halt saustark. Scheiße, ich bin am Seil. Okay, ich habe gekontert. Hängt schon wieder hinter dem. Edge, lass das bitte. Mann, ich hätte den jetzt ausgeworfen.
Okay, drei noch, Freunde. Jetzt werde ich, also, ne, wenn es dann näher rückt, dann ist man, oh Gott, Spear. Okay, die haben mich gerettet. Weil sie sich dazwischen gestellt haben. Holy shit. Mann, warum denn? Das war eben auch schon mit Gulag. Shit, shit, shit. Okay, cool. Weg, weg, weg. Okay, Austin, kommt der her? Ja. Ja, noch zwei. Okay, ich warte ab, was die machen. Okay. Das war schlecht, das war schlecht. Scheiße. So ein Mist, ey. Ich habe aus Angst irgendwas, dass ich irgendwo reinlaufe. Bin ich weggelaufen lieber. Und dadurch sah es jetzt sehr unglücklich aus. Ich habe eigentlich gehofft, dass die beiden sich jetzt miteinander beschäftigen. Und ich halt abstaube, je nachdem wer übrig bleibt. Aber das wird, glaube ich, nichts. Okay, Finale gegen Razor. Oh Gott. Finale gegen Razor. Ist halt... Trauriger kann es eigentlich fast nicht sein, ne? Ich verliere das bestimmt. Weil mir das jetzt... Oder? Ja, wohl. Nee, aufheben und rauswerfen. Ist natürlich irgendwie... der aktuellen Situation... echt krass. Aber ich habe gewonnen. Alter, von der 1. Und Razor im Finale. Das ist ja Bilderbuch. Oh. Holy shit, Freunde. Holy shit. Aber das ist ein schönes Ende für den Stream. Ich hätte mir eigentlich fast lieber Edge so als letzten gewünscht, damit ich jetzt nicht mit Razor da im Finale kämpfe. Aber ich hätte Razor sowieso oder so rauswerfen müssen und wir mussten ihn in allen drei Rumbles rauswerfen. Also, so be it. Ja. Und den Plan der Errungenschaften haben wir geschafft. Wir haben 14 Leute rausgeworfen. Jetzt haben wir sogar... Wir haben alle rausgeworfen, oder? Wir haben 29 rausgeworfen. Haben wir irgendeinen nicht rausgeworfen gerade mit Lesnar? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alle rausgeworfen. Oh Gott. Holy Bamboozle. Vielleicht haben wir 28. Vielleicht habe ich irgendwann übersehen jetzt gerade so meiner überschlagen Blubs. Aber ja, der Plan, den ich hatte, die Errungenschaften zu holen, habe ich geschafft. Wir haben die Exhibition-Dinger geholt. Mit Keith Lee. Dann haben wir Rumbles probiert. Dann haben wir die Errungenschaft mit Rey Mysterio geholt. Wir haben... mit John Cena die Errungenschaft geholt, 14 Leute zu eliminieren und jetzt haben wir entsprechend, ja, mit Lesnar sogar noch mehr eliminiert und eben sogar von Startplatz 1 einen Royal Rumble gewonnen. Das ist doch ein, möchte ich sagen, erfolgreicher Stream und viel besser wird es auch nicht mehr, deswegen würde ich sagen, hören wir an der Stelle auf. Wäre eh mein Ende jetzt gewesen, das wäre jetzt mein letzter Rumble gewesen, so oder so. Dementsprechend passt mir das sehr gut, dass wir das geschafft haben. Und ja, dann soll es das von mir auch schon für heute gewesen sein. Ich schaue mal ganz kurz. Imbi sagt, er geht spielen, geht zocken, ob er selber auch den Streamer hat. Das kann ich aber erst sehen, wenn mein Spielfenster hier weggeht. Dann schicke ich euch vielleicht gleich noch zu Imbi rüber, wenn er nicht selber streamt. Dann mache ich gleich einfach aus. Ich gucke mal, ob oder ob nicht. Twitch. Na komm. Doch, Invi streamt Elden Ring. Dann schicke ich euch zu Invi rüber.
Kanal Raiden. Invisan. Raid beginnen. Sehr gerne mit dazu. Achso, ja, klar, habe ich benutzt. Habe ich ja selber benutzt. Danke, Twitch. Hä? Matze OS hat Raid benutzt. Ja, ich. was das für ein komischer Hinweis. Egal, also, Freunde. Dann raiden wir rüber zu Invi. Ich wünsche euch viel Spaß und bis ganz bald. Auf jeden Fall Sonntag wieder WWE 2K22, dann mit Philly in MyGM spielen wir gegeneinander. Ich werde auch zwischendurch wahrscheinlich nochmal irgendwie kurzfristig einen Stream anmachen, aber eben eher genauso wie heute, einfach irgendwie ganz spontan einfach anmachen und los. Ansonsten habe ich keine geplanten Tage, weil mir immer noch nicht so richtig gut ist und deswegen, ne? Spontan sein und dann passt das. Gut, ich wünsche euch viel Spaß bei Invi, der spielt Elden Ring und bis ganz bald hier wieder. Einen schönen Abend noch. Chaka und tschüss.